Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu der Blader Landwirtschaft mit mir zusammen. Und wir flügen gerade an und wir sehen gerade aus. Und hier müssen wir auch noch aussehen. Ja, sehr schön. Ihr seht, also wir sind hier richtig im Geschäft gerade. Die Kohle, die rappelt auch so langsam. Und ich weiß nicht, was ich anbauen soll. Hafer wollten wir auf jeden Fall machen, ne? Hafer haben wir gar nicht. Okay, jetzt haben wir erstmal Mais. Ah, zweimal Mais. Lügen aussehen. Okay. Güdi. So, hier in der Garage, wo ist eigentlich unsere zweite Sämaschine? Was ist das für ein Mist? Ach, hier. Okay. Die Garage ist ganz gut ausgelastet, da kann man mal nichts sagen. Das tun wir mal hier noch hin. So, wunderbar. Wie sieht das eigentlich und los schon mit der Kühe aus? Okay, die sind auch noch kräftig am Rödeln und Kinder machen. Kälbchen natürlich, keine Kinder. So. Wie machen wir weiter? Und zwar, wir können ansehen. Silage wollen wir noch machen. Weizen wollen wir noch machen. Also, Moment. Wir haben jetzt erstmal Mais. Da fahren wir erstmal 27 Tonnen ein. Ah, das reicht ja schon mal gar nicht. Mais 27 Tonnen. Weizen haben wir jetzt, sehen wir jetzt auch gerade an. Das heißt, wir brauchen noch ein Silo. Kommen wir nicht drum rum. Wir brauchen noch ein Silo. Und zwar kaufen wir mal hier noch ein Silo. So. Zack. Ich weiß, es lagert sich immer mehr und lagert sich immer mehr. Aber dafür können wir dann durchgehend lecker schmecken. Oh, geil. Milch 1,9. Das ist fett, ey. Das ist richtig fett. So, aber dafür können wir dann durchgehend eben die richtig coolen Angebote annehmen. Das ist ja das Geile an der Sache. So, Mais haben wir natürlich nicht. Guter Preis. Silage. Ich habe gesagt, Stroh fliegt jetzt alles raus. Stroh. Haben wir aber auch nichts. Hafer hier. Guck mal die Preise an, Mensch, für den Hafer. So, okay. Was nun wieder? Was ist denn hier? Termingeschäft, Mischtransporter, ansehen, erledigt. So, ding. Wachstum, Flügen. Okay, Flügen müssen wir noch schnell fertig. Das nützt nichts. Saatbettbereitung machen wir natürlich auch gleich mal hier mit der Onkel Großen. Upsala, hier muss er rein. So, und du darfst auch. Okay. Lager. Was haben wir denn jetzt angesät? Weizen. Weizen können wir einlagern. Was haben wir noch angesät? Hafer. Ach, Hafer haben wir jetzt angesät, oder? Ja, für Hafer haben wir auch noch gar kein Silo. Das heißt, da müssen wir auch erstmal das hier nehmen. Und dann... Moment. Ups. Was wollten wir noch ansehen? Ach so, Mais. Ach, für Mais brauchen wir auch noch eins. Ach nein. Nein. Aber wisst ihr was? Ich baue noch eins. Weil mir macht das irgendwie so viel Riesenspaß. Ich bin mal gespannt, wie viele sich wieder beschweren, weil ich hier ein Silo nach dem anderen den Klatschen hier schon wieder 33.000 für Silos ausgeben haben. Aber ist mir scheißegal, denn wir haben es. So läuft der Hase nämlich. Genau. Wir haben's. So, warum steht denn da draußen? Achso, weil die Zeit steht. Und blub. Saatbettbereitung fertig. Wir wollen aussehen. Zack, 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 zack. Aber was? Was wollen wir jetzt aussehen? Scheiße. Okay, Hafer haben wir. Ach, Weizen haben wir gar nicht. Haben wir noch gar nicht gemacht. Weizen könnten wir noch machen. Weizen kriegt man noch unter. Silage kriegt man auch unter. Komm, machen wir erstmal Weizen. Nicht ab. Nicht kaufen, meine ich doch nicht. So, warte mal. Wie sieht denn das jetzt aus? Mais, Hafer. Okay, Weizen. Eindeutig. Angebote. Kalbfleisch. Leute, mach doch mal ein Angebot für Stroh. Wintergast ist der Preis. Scheiße. Weizen 4,6. Haben wir Weizen nicht noch was laufen? Milchstroh, ja, haben wir noch was laufen. Können wir nicht machen. So, 7.4., 8.4., 3. Als am 31.3. kommt nochmal nicht viel. Aber hier kommen nochmal ein paar. Das ist auf jeden Fall nochmal Money. So, was war jetzt? Im Kuhstall wurde schon wieder schön gerödet. Großes Silo wurde fertiggestellt. Und das brauchen wir immer noch für... Was war's?
Hafer, nee. Für Ma Mais haben wir doch jetzt 40 Tonnen. Sie haben jetzt Mais 40 Tonnen. Ach so, weil das automatisch auf Mais steht. Okay, dann passt das ja gleich. Die Kühe haben auch fertig gerödelt. Nachwuchs, Nachwuchs, Nachwuchs. Ansehen, Ansehen, Ansehen. Also alles angesehen mit dem Dünger, das passt auch alles noch ganz gut. Ich schaue mal ganz kurz: Kalbfleisch 2,6. Jungtiere, die gehen jetzt alle zum Schlachter. Hier wird gleich mal eine neue Besamungsrunde gemacht. Und zack. Und dann Jungtiere, die wollen wir natürlich auch schlachten. Und dann fuppdi-fuppdi-wuppdi. Dass hier ein bisschen Molke wieder ins Lager kommt. Mensch, da haben wir ganz schön geschröpft jetzt. Aber es hat sich auf jeden Fall mega gelohnt. Mega. So, und es will aber auch Stroh einwandfrei annehmen. Also wie gesagt, Stroh haue ich jetzt egal für welchen Preis raus. Das fliegt jetzt alles raus. Hafer am 27.3. schaffen wir auf keinen Fall. Am 17.4. Würde ich auch meinen, dass das knapp wird. Oder wie sieht es aus mit dem Hafer? 17%. Müssen wir schauen. So. Und Handelsmarkt. Schau ja einfach immer mal ein bisschen vorbei, nicht? So, Wintergerste. Ja, das sind jetzt auch nicht die dollen Preise. Was war jetzt? Ah ja, gab es wieder ein bisschen Kohle. Und nochmal Kohle. Und nochmal Kohle. Ich finde es geil. So, Nachwuchs schon wieder. Und Nachwuchs. Und Nachwuchs. So muss das laufen. Ah ja, jetzt haben wir hier Nachwuchs. Schlachten, 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 schlachten. Oh, wir können mal schlachten, wir sind voll. Unser Lager ist voll. Besam, besam. Unser Lager ist wirklich voll. Ja. 4,7 haben wir. Mal gucken, was sie uns bieten. Für das gute Kalbfleisch. Ach. Ah. Ja, komm, den nehmen wir an. Milch nehmen wir auch ran. Natürlich. Weizen, Weizen, Weizen. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich verkaufe jetzt mal ein bisschen was. Und zwar sind die Nachfragen gerade nicht so groß. Und ich guck mal ganz kurz Wintergerste. Oh, 60 Cent. Niemals. Niemals kriegt ihr Gerste von mir für 60 Cent. Da ist ja das Stroh. Das Stroh ist ja teurer. Das ist ja Wahnsinn. Und wisst ihr was? Von dem Stroh verkaufe ich jetzt 40.000. Nämlich die Hälfte. Zack, weg damit. So, und da haben wir hier 92.000. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt baue ich hier die Solaranlage. Oder wollen. Ach ne, 150 kostet die. Jetzt baue ich die Solaranlage. Erzeugt 100 kW. Das klingt doch geil. Oder? 100 kW klingt geil. So, und die knallen wir jetzt hier unten in die Ecke. In die Ecke. Oder warte mal, vielleicht können wir die auch so drehen. So, vielleicht irgendwie. Wieso können wir die nicht bauen? Oh, scheiße, braucht die viel Platz. Haben die eine Meise? Boah, wieso brauchen die so viel Platz? Was kostet denn das hier? 20. Da brauchen wir ja fast noch Baufläche, Mensch. Ich wäre verrückt. Ich wäre verrückt. Ich wollte ja auch noch einen großen Kuhstall bauen und das ganze Gedöns. Mensch, Kinders. Macht mich nicht wer. Warte mal, bauen. Passt die nicht mal hier hin? Doch, hier würde sie hinpassen. Da baue ich die jetzt hier hin. Wisst ihr das? So, hier. Genau, da haben wir nämlich hier unten den Platz alles noch frei. Schlau gemacht, schlau gemacht. So, und die Solaranlage. Fupp, da ist er. Da ist er, da kommt er. Jawoll. Solaranlage fertiggestellt. Erzeugt 100 kW. So, und kriegt man da jetzt irgendwas dafür? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier erstmal einen Auftrag wieder erfüllt. Sehr schön. Theoretisch könnten wir uns auch noch ein Feld dann mal leisten. Aber ich muss mal schauen. Ich muss mal schauen. Und zwar, wie sieht es jetzt im Lager erstmal aus? Wir haben noch Wintergerste. Wir haben Kalbfleisch geht raus. Stroh haben wir noch. Termingeschäft kam gerade. Wie sieht es hier aus? Das wird nix. Molke, die klatschen wir wieder raus.
Oh, die wollen einfach unser Stroh nicht. Ich weiß nicht warum. Oh, Weizen. 2,9. Warte mal, Weizen, wann wollen die das hier haben? Am 14.06. Das schaffen wir ja dicke. Das machen wir auf jeden Fall. Wintergerste, das ist alles scheiße. Mais, Moment. Mais. Müsste auch bald soweit sein. Ja, wann ist denn der Auftrag? Am 18.07. das schaffen wir auch. Und am 15.06. das schaffen wir auch. Und Hafer? Am 19.06. schaffen wir doch auch. Nehmen wir die zwei auch noch an. Hohohoho. Und Weizen. 1,41, das ist auch ganz okay. Am 30.04. das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Oder haben wir noch so viel Weizen? Nee, Weizen ist fast leer. Okay, gib Gummi. Gib Gummi. Achso, Moment hier, Kuhstall wollten wir ja erstmal Jungtiere. Achso, können wir gerade nicht. Ah, wir müssen erst warten, bis das eine Ding durch ist. Ernten. So, einmal. Und auf geht's. Komm, gib Gummi, Jung. Können wir uns eigentlich noch so ein Teil kaufen? So ein Mähdrescher? Der war doch nicht teuer, der hat nur 5.000 gekostet. Ja gut, aber lassen wir es mal, oder? So. Ja, komm, das ist fertig. Ernten. Und weiter geht's. So, Strohballen pressen können wir natürlich auch gleich machen. Gar kein Problem. Gar kein Probleme. Und weiter geht's. So, das ist auch fertig. Geerntet. Da müsste auch schon auf dem Rückweg sein. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da presst er Strohballen und hier hinten hat er geerntet. Ah ja. So, jetzt. Da kommt er. Und dann ernten wir das Feld natürlich auch gleich noch. So, Strohballen pressen. Natürlich nicht. Was kostet eigentlich so eine hässliche Strohballenpresse? 10.000! Ey, das ist auch so blödsinnig, oder? Mähdrescher kostet 5.000 und eine Ballenpresse kostet 10.000. So, ändern Sie jetzt. So, was hat man denn jetzt? Zustand Ballenpresse, okay. Schädlingsbefall, Mais. Oh, wo? Mais. Strohballen einsammeln, düngen, ernten. Hafer. Abgeerntet. Gebunden, den Mais haben wir doch schon eingefahren. Mais haben wir doch schon eingefahren. Ist da alles easy. Strohballen pressen. Einmal, zweimal die Strohballenpresse. Da muss ich jetzt durch. Das nützt nichts. Ja, mach mal. Okay, und Strohballen einsammeln. Und zack. Okay. Und dann haben wir hier Ernten. Und zack und zack. So, da kriegt man jetzt aber wahrscheinlich wieder reichlich Stroh. Naja, 6.690, das war jetzt nicht so viel. Kuhdetails. Schlachten. Besamen. Okay. Kalbfleisch wurde nämlich abgeholt. 1.400. Moment. 1.400. Wir haben Kalbfleisch noch 3,6. Ich kotze dieser Bug an, ey. Kalbfleisch noch 3,6. Ist jetzt nicht so prall. Nee, du, das sieht auch nicht so gut aus. Mais. 2,59. Boah, 3,30. Leck mich am Arsch. Die zwei nehmen wir jetzt an. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel Mais wir jetzt aufbringen müssen insgesamt. Nee, Ware. Mais. Das sind 3, das sind 7, 10, 13, 14, 1. 14, 1 und Mais 26, 7. Alles im grünen Bereich. Alles im grünen Bereich. So, Angebote haben wir für Milch noch was? Ne, haben wir nicht. Silage. Wie war es eigentlich mit Silage? 1,43, 4,3. Silage können wir auch noch machen. Haben wir nicht drin, Silage, okay.
Dann die Silage einmal noch weg damit. Oh, der Hafer, ey. 3-3. So, Moment, wie viel Hafer haben wir denn insgesamt? Wir haben insgesamt 15,8 Tonnen Hafer. 15,8. Und Hafer haben wir bis jetzt angenommen. 3,7, 4,7, 5,3. 5,3. 9,3, 9,9. Die können wir beide noch annehmen. Sehr gut. Die können wir beide noch annehmen. Kalbfleisch ist eigentlich auch ein guter Preis, ne? Aber so viel haben wir nicht. Okay, dann können wir natürlich wieder. Moment. Doch, pflügen können wir auf jeden Fall. Ah, wir müssen den Traktor erstmal reparieren. Ne, pflügen können wir. Moment, wo stand das jetzt? Strohballen pflügen hier. Da können wir auf jeden Fall erstmal den nehmen, den großen. So. Der kleine ist noch am Strohballen pressen. Nachwuchskuhstall. Und. Na komm, es müsste noch mal Bing machen, oder? Unkrautbefall auf Weizen. Ja, gut, stört uns nicht, weil Weizen ist abgeerntet. Saatbettbereitung. Können wir mit den zweien hier machen. Und dann können wir schon eine Runde wieder ansehen. So. Gimme. Okay, was können wir machen? Aussehen. Und zwar, wir brauchen Hafer haben wir, Roggen haben wir, Weizen haben wir, Sommergerste mache ich jetzt mal nicht. Dann lass uns mal Silage machen. Silage kommt eh nicht viel bei rum. Das, das, das und Abflug, mein Junge. So, und jetzt würde ich sagen, mit den Strohballen pressen ist er fertig. Okay, Strohballen pressen ist fertig. Den reparieren wir jetzt mal noch ganz kurz. Reparieren. Ach so, doch, wir haben einen frei. Sehr gut, der kann reparieren. Und wo ist denn die Strohballenpresse? Die ist, denke ich mal, auch ziemlich kacke. Ballenpresse 0%, ja, ist klar. Okay, na gut, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal Schluss. Wir haben auf jeden Fall. Ja, hier müssten wir auch noch Unkraut entfernen, sehe ich gerade so. Und hier ist auch noch alles. Und ach du Scheiße. Ja, wir haben auf jeden Fall im nächsten Part geht's weiter. Haben wir reichlich, reichlich, reichlich zu tun. Das heißt, ja, wir müssen auf jeden Fall, wir müssen Unkraut befreien, wir müssen noch die Geräte reparieren, wir müssen Strohballen einsammeln, wir müssen pressen noch die Strohballen, wir müssen ansehen noch und ach und was weiß ich und müssen große Termingeschäfte. Fakt ist eins, es wird auf jeden Fall in der Kasse auch nochmal richtig rumpeln, weil wir haben hier so viele Angebote laufen und hier teilweise 13.000, 13.000, 7.000, 6.000, also das wird 9.000, 10.000, also hier gibt es richtig Kohle noch und ja. So sieht's aus und wir sehen uns dann quasi im nächsten Part wieder. Danke fürs Zuschauen. Bewertet das Video positiv, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Part. Tschüss.